jetzt zum nächsten Abschnitt, 4.3, auf die Reihe gebracht. Sobald wir wissen, was ein Grenzwert ist, können wir auch sagen, was mit Pi ist gleich 3,14 und so weiter gemeint ist. Das bedeutet, dass Pi der Grenzwert einer Folge von Dezimalzahlen ist. Das erste Glied der Folge ist 3, das zweite ist 3,1, das dritte ist 3,14, dann 3,141, 3,1415 und so weiter. Ja, man schreibt das als Pi ist gleich 3 plus 1 Zehntel plus 4 Hundertstel plus 1 Tausendstel plus 5 Zehntausendstel und so weiter. Rechts steht also eine Summe und das Besondere an dieser Summe ist, dass sie aus unendlich vielen Gliedern besteht. Ja, der Wert dieser unendlichen Summe ist eine endliche Zahl, nämlich Pi. Das wird nur deshalb nicht als unsinnig empfunden werden, weil die Summenterme ja unendlich klein werden. Man addiert unendlich viele Zahlen, aber die werden unendlich klein. Aber halt, da hat sich ja schon wieder das unendlich klein eingeschmuggelt, das wir ja eigentlich vermeiden sollten. Also sagen wir die Summenterme, nämlich 3, 1 Zehntel, 4 Hundertstel, 1 Tausendstel, 5 Zehntausendstel und so weiter, die bilden eine Nullfolge. Ist da jetzt alles in Ordnung? Auf den ersten Blick schaut es ganz plausibel aus. Man kann ja mühelos auch jedem Kind klar machen, dass ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel plus ein Sechzehntel plus und so weiter, dass das eins ist. Zeigt dem Kind eine Torte, wenn man sie halbiert und eine Hälfte isst, das Reststück halbiert und davon die Hälfte isst, also eine Vierteltorte, und das Reststück wieder halbiert und so weiter, dann werden die Reststücke eine Nullfolge bilden, nämlich die Folge ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, und doch wird man nie mehr als die Torte aufessen. Dass eine Summe von unendlich vielen Zahlen endlich sein kann, das scheint in diesem Beispiel ganz einfach. Doch hat es vielen Denkern großes Kopfzerbrechen bereitet. Das beste Beispiel dafür bietet Zenon von Elea. Elea ist eine griechische Kolonie in Süditalien. Dieser Zenon war ein Vorsokratiker. Er kommt in einem Dialog von Plato vor, dem Parmenides. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieser Dialog im Gegensatz zu den meisten anderen Dialogen von Plato äußerst dunkel und verwirrend ist. Also von diesem Zenon ist zwar nichts Schriftliches mehr überliefert, aber seine berühmten Paradoxe haben die Jahrtausende überstanden. Der bekanntesten ist vermutlich jenes von Achilles und der Schildkröte. Ja, die beiden verabreden einen Wettlauf. Achilles ist der schnellste Läufer seiner Zeit, trotz gewisser Probleme mit seiner Ferse. Ja, Achilles gibt der Schildkröte einen Vorsprung. Er startet in A, die Schildkröte in B. Los geht's. Im Nu erreicht Achilles den Punkt B, aber währenddessen ist auch die Schildkröte etwas weitergekommen. Sie ist jetzt bei C. Sobald Achilles bei C ist, ist die Schildkröte schon wieder etwas weiter, nämlich bei D. Und so geht das fort. Und nach diesem Argument könnte Achilles die Schildkröte gar nicht einholen, oder? Also mit solchen Kniffen konnte Zenon, der als Erfinder der sogenannten Dialektik gilt, seine Gegenspieler heillos verwirren. Heute bräuchten sie ihn nur aufzufordern, ein bisschen Analysis zu lernen. Eine Summe von unendlich vielen Termen wird als Reihe bezeichnet. So eine Reihe ist eigentlich eine Folge, nämlich die Folge ihrer Partialsummen. Und die Partialsummen sind die endlichen Summen, also die man erhält, wenn man nach endlich vielen Additionen abbricht. Die erste Partialsumme ist also der erste Term der Reihe, die
zweite ist die Summe der ersten zwei, die dritte die Summe der ersten drei Terme und so geht das weiter. Und wenn die Folge dieser Partialsummen einen Grenzwert besitzt, das ja nicht selbstverständlich ist, dann entspricht dieser Grenzwert der unendlichen Summe. Der Grenzwert ist also der Wert der Reihe. Achilles braucht nur endlich viel Zeit, um die Schildkröte einzuholen. Eine endliche Strecke kann in unendlich viele Teilstrecken zerlegt werden, sofern deren Länge nur schnell genug gegen Null strebt. Was ist jetzt der Wert der sogenannten harmonischen Reihe? 1 plus ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus und so weiter, deren Glieder ja eine Nullfolge bilden, nämlich 1, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel und so weiter. Was ist der Wert dieser Reihe? Nun, einer der Nachfolger von Fibonacci, ein französischer Bischof und Gelehrter namens Nikolaus von Oresmus, der hat entdeckt, dass diese Reihe keinen Grenzwert besitzt. Tatsächlich, die Folge ihrer Partialsummen wird irgendwann einmal größer sein als jede vorgegebene Zahl und sei die auch noch so groß. Das Argument ist sehr einfach. Ein Drittel plus ein Viertel, das ist größer als ein Viertel plus ein Viertel, also ein Halb. Ähnlich für die nächsten vier Glieder dieser Reihe. Ein Fünftel plus ein Sechstel plus ein Siebentel plus ein Achtel, das ist größer als ein Achtel plus ein Achtel plus ein Achtel plus ein Achtel. Wieder ein Halb. Und Ähnliches gilt für die nächsten 16 Glieder und für die folgenden 32 Glieder und für die folgenden 64 Glieder und so weiter. Stets ist die Summe größer als ein Halb. Man kann aber jede noch so große Zahl überschreiten, wenn man nur oft genug einen Schritt von der Länge ein Halb tut. Also übertreffen die Partialsummen irgendwann jede noch so große Zahl. Die harmonische Reihe wächst ins Unendliche. Wie erstaunlich das Resultat dieses Bischofs ist, das lässt sich an folgenden Gedankenspiel demonstrieren. Stellen wir uns vor, dass ein gotischer Baumeister, vielleicht ein Zeitgenosse des Bischofs, einen Strebepfeiler bauen möchte. Strebepfeiler lagen allen gotischen Baumeistern am Herzen. Sie erlaubten, höhere Kirchenschiffe zu bauen als je zuvor. Unser gotischer Baumeister hat das so weit verinnerlicht, dass er den Strebepfeiler per se bauen wollte. Einen Strebepfeiler, der weder eine Wand stützt, noch sich an eine Wand stützt, der sich nicht an eine Kathedrale anlehnt. Ein Strebepfeiler, der ganz für sich allein steht, kühn hineingreifend in den Raum. Ja? Wie weit kann sich der Pfeiler in den Raum hinaus schwingen? Ja, und da stellt sich heraus, beliebig weit. Der Baumeister muss nur hinreichend viele Ziegel haben. Und er braucht keinen Mörtel. Der Strebepfeiler, der sieht aus wie in der Abbildung. Er steht ganz von selbst. Der oberste Ziegel, der ragt über den nächsten um eine halbe Ziegelgänge heraus. Darf natürlich nicht mehr sein, sonst geht der obere Ziegel hinunter. Der zweite Ziegel, der darf nicht eine halbe Ziegelgänge über den dritten herausragen. Denn auf ihm lastet ja schon ein Ziegel. Aber man sieht leicht, dass der zweite Ziegel um eine Viertel einer Ziegel, ums Viertel einer Ziegelgänge herausragen darf. Und ebenso kann man sich leicht überzeugen, dass der dritte über den vierten auch ein wenig herausragen darf. Nämlich um ein Sechstel, wie eine kleine Rechnung zeigt. Der vierte über den fünften um ein Achtel. Und jetzt wird schon sehr sonderbar. Der Strebepfeiler, der ist noch nicht hoch. Ja, besteht erst aus fünf übereinander geschlichteten Ziegeln. Der scheint in der Luft zu hängen. Eine Lotlinie vom obersten Ziegel trifft gar nicht mehr die Grundfläche. Also auf den fünften und untersten Ziegel. Und wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Der Endeziegel, stellt sich heraus, kann über den nächsten
um 1 dividiert durch 2n herausragen. Und addieren wir diese Werte, um die unsere Ziegel jeweils herausragen können, das Längeneinheit verwenden wir natürlich, die Länge eines Ziegels, so erhalten wir eben ein Halb plus ein Viertel plus ein Sechstel plus ein Achtel plus und so weiter. Und das ist bis auf den Faktor ein Halb, ist das die harmonische Reihe. Und die wächst über alle Grenzen, wie der gute Bischof gezeigt hat. Ja, der Baumeister kann seinen Pfeiler beliebig weit ins Leere hineinschwingen. Ganz anders übrigens für die Reihe, die man erhält, wenn man die Kehrwerte nicht aller Zahlen, sondern nur der Quadratzahlen aufsummiert. 1 plus ein Viertel plus ein Neuntel plus ein Sechzehntel plus und so weiter. Hier gibt's den Grenzwert. Es hat sich als eine echte Herausforderung erwiesen, den genauen Wert zu berechnen. Man hat das Basel-Problem genannt, denn es waren vor allem Mathematiker aus Basel, die sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts damit befasst haben. Wie sowohl die Familie Bernoulli, von dem wir ja schon ein paar Mitglieder kennen, als auch der geniale Leonhard Euler, der bei einem von ihnen studiert hat. Und dieser Euler war es schließlich, der das Baseler Problem gelöst hat, wenngleich mit etwas abenteuerlichen Methoden, die erst ein Jahrhundert später so weit ausgearbeitet waren, dass sie nicht mehr wie ein Taschenspielertrick gewirkt haben. Und der Grenzwert war zur allgemeinen Überraschung Pi Quadrat Sechstel. Also Archimedes wäre von dieser Beziehung zwischen seiner Kreiszahl Pi und den Quadratzahlen 1, 4, 9, 16, 25 sicherlich begeistert gewesen. Ähnlich schön ist auch 1 minus ein Drittel plus ein Fünftel minus ein Siebentel plus und so weiter ist gleich Pi Viertel. Das geht auf Leibniz zurück. Aber Vorsicht, also wenn man an dieser Reihe die Reihenfolge der Glieder ändert, also wenn man beispielsweise die negativen Glieder nicht an jede zweite, sondern an jede dritte Stelle setzt, dann kann etwas ganz anderes herauskommen. Ja, bei einer endlichen Summe passiert sowas natürlich nicht, da kommt es auf die Reihenfolge nicht an. Bei einer Reihe, deren Glieder alle positiv sind, kann man auch nach Herzenslust umstellen, ohne dass sich am Endergebnis etwas ändert, aber bei einer Reihe, wo Glieder mit negativen Vorzeichen vorkommen, da darf man das nicht.